Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem gechillten Informationsvideo. Wie immer. Leute, es wird nie aufhören mit den Informationsvideos. Heute geht's um die Regeln in Let's Battle, in der dritten Staffel, denn da haben wir eine kleine Veränderung vorgenommen. Ganz kurz, da war ja ein Trailer. Wer nicht gesehen hat, schaut in die Videobeschreibung oder hier ungefähr. Ich werde den gleich verlinken. Fangen wir gleich mal an. Was ist Let's Battle überhaupt? Für die, die es nicht wissen, weil es ist ja ein eher neues... Ja, okay, es sind viele neue Leute dazugekommen, es ist ein altes Format. Ja, Let's Battle ist einfach ein Let's Battle, da battlen wir uns einfach in unterschiedlichen Spielen. Jede Woche machen wir uns gegenseitig fertig und probieren halt zu gewinnen. Und da haben wir jetzt ein paar Regeländerungen vorgenommen bezüglich der dritten Staffel. Und zwar haben wir jetzt die Siegesrate, also wie viele Siege man benötigt, um eine Staffel zu gewinnen, von 11 auf 5 runtergeschraubt, einfach bei 11. Siege, also das hebt sich auf 21 Spiele hoch maximal. Ja. Das geht über ein halbes bis dreiviertel Jahr. Ja, deshalb, wer 5 Siege hat, hat gewonnen. Ja, eben, und damit die Staffel nicht zu lang geht. Also jeden Dienstag, wie gehabt, manchmal werden wir es nicht schaffen, aber zu 90% kommt immer am Dienstag Let's Battle. Sind auch nur Menschen, ich meine. Und was dazu kommt, sind ja Strafen. Nach jedem Let's Battle kommt einfach eine motherfucking Strafe. Und ihr könnt auch Strafen in die Videobeschreibung, ihr sollt Strafen in die Kommentare reinhauen. Schreibt einfach, was für Strafen ihr euch vorstellt, was wir nach einem Let's Battle machen könnten. Die Strafen werden dann in einem separaten Video zu finden sein. Dieses separate Video wird nicht öffentlich sein, sondern das findet ihr nicht gelistet, das findet ihr durch einen Link in dem Let's Battle Video. Das hat den Grund, damit der Kanal nicht vollgepumpt ist mit Videos, damit es ein bisschen strukturiert und aufgeräumt ist. Und wir haben das in separate Videos geteilt, damit uns das Rendern und Schneiden alles etwas leichter fällt, weil wir die Arbeit so besser aufteilen können. Ja, auf jeden Fall. Und dann am Ende, wer die Staffel für sich entschieden hat, hat natürlich die Ehre bekommen. Bekommt ein Zepter und eine Krone, Leute. Stellt euch das mal vor. Hier ist eine Krone. Kann man sogar. Das ist eine 100-Euro-Krone, Leute. Oh. Ich bin schon richtig scharf drauf, die aufzusetzen, aber das darf man nicht, bevor man nicht gewonnen hat. Und okay, das Zepter. Boah. Also Leute, es geht um echt viel, weil es geht um die Ehre. Die erste Staffel konnte ich für mich entscheiden. Die zweite haben wir leider abgebrochen. Arnold natürlich scharf drauf mitzuziehen. Aber und vor ich allem, meine Führung zu vor allem, es wird jetzt in der Battle wird es jetzt dieses Ziel geben, was es vorher nicht gab, den Sieg. Und das durch den Preis, Krone, Zepter. Ja. Und Strafe natürlich, da will man noch mehr gewinnen. Und dass es noch für euch etwas interessanter gibt, damit ihr mitfiebern könnt, für wen ihr seid, gibt es diese Strafen, damit der Verlierer auch ein bisschen leidet. Ja, Facecam natürlich, alles dabei. Was könnt ihr abgeben? Okay, hoffe, es hat euch dieses etwas ernstere, nicht ganz so lustige Video gefallen. Infovideos müssen ja auch sein. Und dann nächste Woche geht's auch schon los. Also schreibt fleißig. Bestrafung. Genau. Bestrafungsvorschläge in die Kommentare und dann auch eine geile Staffel Let's Battle. Haut rein, Leute. Hast du noch ein letztes Wort am Schluss? Ich hab Bock drauf, dich zu zerstören, du Motherfucker. Das hab ich auch. Also Leute, haut rein. Ciao.